Schönen guten Abend. Das Thema der heutigen Sendung ist Farben. Ich beginne mit der Farbe Weiß. Weiß wie Schnee. Mein aber den Befahrbaren. Und der ist nicht zwingend billiger geworden. Wintersportort, Skifahren. Teuer ist es geworden. Teuer ist es geworden. Man merkt, es trennt sich der Weizen von der Spreu. Ich habe mir ausgerechnet, nur Ski und Schuh. Ja, beides übrigens unentbehrlich, um diese Sportart auszuüben. Ich habe das einmal ohne die zwei Trimmer probiert, ist ganz was anderes, kannst komplett vergessen. Das ist, und dann kommt noch dazu, vielleicht braucht einer der Familie einen Overall oder eine Antibeschlagsbrille, das sind gleich ein paar Tausender weg. Ja, und das musst du dann einmal zurückrechnen ins echte Geld. Ja, dann bist du beim Schilling. Ja, und was da rauskommt, das schreibst du auf einen Zettel. Ja, ganz langsam schreibst du drauf, was da rauskommt, stellst du einen Doppeliter Zirbengeist daneben hin, dass du einfach noch gemütlich bleibst, weil... Um diese Summe sind wir früher eine Woche nach Lackenhof Skifahren gefahren. Ja? Da war aber der Golf schon dabei, mit dem wir dort hingefahren sind. Nicht? Das war ein Package damals. Das ist ja ausgegangen. Naja, der Schilling. Ja, und trotzdem haben alle alles. Alle haben alles. Sie werden niemanden auf der Piste sehen, dem irgendetwas abgeht. Alle fahren zum Beispiel mit Helm. Mittlerweile, weil es so gefährlich geworden ist. Es ist ja wahnsinnig gefährlich geworden. Weil früher haben wir Schnee gehabt, aber heute mit den Schneen, aber es gab es wie gefährlich. Ne? Ich glaube, mittlerweile ist es ja ungefährlich, auf der A2 zu campieren, als ohne Helm Skifahren gehen. Ja, ich war der Einzige, ich bin dort auf der Piste gestanden mit meiner Lappenhaube, ja, die mich fotografiert beim Vorbeifahren, da sehe ich nur ein Auge in der Mitte, so wie ein Alien. Ne? Mich überholen auch alle. Und ich glaube nicht, dass ich langsam bin. Alle überholen mich. Kinder, so 10-Jährige stoppen, so in einer Volkmutter. Schneid eine mit die Carving-Ski, so ein. Scheint ein Scherz los aus unserem Planeten dort, weil es so schnell ist. Nicht? Und oben hat er den Helm und die GoPro. Wird alles gefilmt. Alles. Die hat er schon beim Frühstück aufgehabt, Helm und GoPro. Da hat er schon ein TikTok gedreht, wie das Müsli mischt mit der Hafermilch und dann nimmt er ein bisschen Reismilch dazu. Also. Ja, das finde ich praktisch. Hat er schon aufgehabt. Die ist schon online. Hat schon 1000 Likes, bis der überhaupt auf der Piste ist, der Knabe. Ja. Wobei bei den Kindern, muss ich sagen, finde ich die GoPro gar nicht so schlecht, weil der Chirurg gleich sieht, wie er ihn wieder zusammenschraubt, wenn er sich irgendwo im Unterholz verschleift, der Knabe. So. Ich stehe dort angestellt mit meiner Familie, Talstation Gondel, und wir arbeiten uns millimeterweise
Richtung Gipfelkreuz. Ist das schon sehr erfreulich. Plötzlich schwingt ein Herr neben mir ab. Durchequippt, aber komplett. Da war kein drum älter als 20 Minuten, was der am Leib getragen hat. Ich sag nur zu meiner Frau, schau, wie es ein Katalog aussieht. Ich glaube, das ist er sogar. Schau, das ist er, da ist er rausgefallen, das ist er. So. Ein wunderschöner Mensch. So. Plötzlich leitet sein Handy, er wird ganz nervös, weil er muss ja ständig erreichbar sein, weil irgendwer muss das ja zahlen. Jetzt sucht er diese Freisprecheinrichtung, die da in den Anzug eingearbeitet ist, mit seinen neuen Fäustlingen. Da hat er sich Fäustlinge gekauft, da schaust du aus wie ein Lego-Mandel. Gehen aber bis minus 240 Grad, habe ich am Etikett gelesen. Also, da kannst du an sich sofort beim Eskimo-Igel als Staplerfahrer auffangen mit den Geräten. Der hat seinen Beruf gekauft. So, jetzt sucht er diese Freisprecheinrichtung, wird immer nervöser. Erwischt die falsche Vorrichtung, zieht an, auf einmal zerreißt es in seinen Lawinenrucksack. 8 CO2-Patronen suchen den Weg ins Freie und finden ihn auch. Mit der Energie bist du früher am Montag aufgeflogen von kleinen Schwarzen und der Ding, verdammt. Der Staub legt sich, steht der dort, hat der so ein Schlauchboot umgehängt. So. Wie so ein Ninja-Törtler ist er dort gestanden. Und ja, so, so, ganz vorbei. Und man weiß nicht, was noch ausgegangen ist. So. Uns fetzt seine in die Gondel. So schnell waren wir nie in dieser Gondel drinnen gewesen, muss ich sagen. Die anderen haben ein Pech gehabt, jetzt in die Kasse zurückgeschossen. Die haben zweimal für die Bergfahrt gezahlt, was eine Frechheit ist. Also, ich detoniere am Plexiglas mit meiner Lappenhaube. Die sehr wenig Schutz bietet, sei an dieser Stelle nicht unerwähnt. Und als ich das Bewusstsein wieder erlange, schaue ich direkt in den Einheimischen. Der sitzt in dieser Gondel auf einem handgeschnitzten Dreibein, pensionierter Liftwart, der voraussichtlich bis zu seiner Urne dort sitzen wird. Fuhrt es auf! Ich sag, nein, wir biegen bei der zweiten Liftschließung links an. Mit dem ersten. Sagt der, fuhrt es auf die Bachelberge! Wir sind hinten, aber auch wissen, aber die brauchst du nicht rüberfahren, das ist ein Michel, wenn sie nicht brauchst, ich komme aus Michel, weil das ist scheiße gewesen, das ist viel zu flauch, ich brauchst nicht voll mit der Scheiße. Schau, so, mich kommst du auf die Zimmer, man hat das eben, hast du mich scheinen Zimmer, eine, ha! Da steht ein Zimmer, der kommt dann unten aus dem Laden, die gute Zimmer aus, dann wird das Bülle gehofen, Lidl, scheiße, ich sag's, ha! Ja, dann schaust du mal, wie der Ski geht, und dann schaust du so, wie kommst du auf die Wasser, und dann macht das eben von Kasa, hast du mal was kraft, so musst du es noch nicht fressen in deinem Leben, ha! Aber brauchst du vor 20 Stunden sein, wenn du einen Schweinsbrot am Herd. Und dann schaust du so, wie kommst du mit der letzten Gondel im Auffahren kannst, du dummen und schönen Sundown. Was glaubst du, na? Was siehst du mal unsere Berge, ja? Kennst du auf unsere Berge, ja? Weißt du auf unsere Berge, was denn, du deppertes Stodorschloch, du deppert, ja? Wollt ihr mal schaust aus, das ist der Großglob, na? Das kennst du nicht! Na, schaust aus, ey! Und da hinten ist die scharfe Hasenschatten, das ist der Großglockner, die Chance, die denkt man, ich könnte nicht einmal sagen, was das für ein Bundesland ist, wo du gerade reinschaust. Also fürs Burgenland war es mir zu steil. Und dann ist dieser Wintersportort, der Geschichteldoktor, endlich vorbei. Wir kommen runter in den Wintersportort. Ja, der besteht aus einem Kirchturm, einem Friedhof und 1000 Sportgeschäften. Und ich sage zu meiner Frau, ich will nur mehr heim. Ich habe für heuer alles gesehen, es war im Jänner. Und sie sagt, nein, jetzt sei nicht komisch, aber endlich mal Zeit, jetzt können wir mal einkaufen gehen. Und das ist ein Reizwort. Ich mache viel, ich ertrage viel, aber sicher nicht einkaufen gehen. Ich sage, ich brauche nichts. Ich sage, Andrea, geh du, ich will einfach nur haben, ich brauche nichts. Sagt sie, sei doch nicht. Freilich brauchst du was. Sag ich, was brauche ich? Sagt sie, du brauchst ein Unterlevel. Sag ich, ich habe ein Unterlevel. Mittwoch drei ist um, es geht sich aus. Ja. Das soll ich noch was sagen? Natürlich sind wir einkaufen gegangen. Sie hat gesagt, der Trend geht zum Zweitleibel. Nur, Sie können heute überhaupt kein Unterleibel mehr kaufen. So schaut's aus. Das heißt nämlich heute Funktionswäsche. Ja? Kostet so viel wie eine zweite Haut und atmet von selbst. Das heißt, wenn du auf der schwarzen Piste stehst und die ist so steil, dass dir der Atem stockt, spürt es die Wäsche und
pumpt die zurück ins Leben. Ja, und darum ist das Zeug so teuer. Schauen Sie mal. Das ist zum Überleben. Und dann, ich war ja ewig in keinem Geschäft. Ich habe den Lockdown genossen. Für mich brauchen sie ja gar nicht mehr aufsperren. Ich brauche nichts, ich habe alles. Ne? Jetzt habe ich mal geschaut, was es alles Neues gibt. Du kaufst ja Skischuhe geheizt mittlerweile. Ja? Handschuhe sind geheizt. So viel heizen wir daheim nicht. Und ich kann mich erinnern, mein Bruder und ich, wir haben seinerzeit bekommen vom Christkind. Ja? Und wohlgemerkt vom Christkind. Nicht irgendwann unterm Jahr, weil Bedarf schien, nein, vom Christkind. Und wir bekommen jeder ein paar Skihandschuhe. Beide rot, blitzgescheit, dass wir es nicht vertäuschen können. So. Nur was diese Handschuhe nicht gewusst haben, ist, dass sie bei eintretender Feuchtigkeit die Farbe behalten sollten. So, jetzt haben wir in der ersten Mittagspause auf der Hütte gestanden, haben uns diese pitschnassen Handlappen von den Händen gewrungen. Da hat es ausgetropft, als hätten wir gerade mit bloßen Händen einen Ochsen ausgeweidet. Aber man kriegt es ja raus, schon Platz auf der Hütte. Darum habe ich die auch nie mehr weggegeben. Jetzt, wenn viel los ist, sage ich, entschuldige, ist da noch frei? Darum sage ich, Skifahren ja, aber nicht um jeden Preis. Danke für die Aufmerksamkeit. Und viel Spaß beim Skifahren. Servus, Wien! Ah, das Farbenspiel der Regierung kennt ihr ja bei euch, Türkis Grün, bei uns jetzt Rot, Grün, Gelb. Klingt ein bisschen nach der Uraufführung vom Regenbogenfisch, aber gut. Ich denke mal immer, wenn es was bringt, wenn es was zu reißen, ist mir das alles recht. Es ist ja tatsächlich so, es gäbe ja wahnsinnig viel zu tun bei uns in Deutschland. Wir haben zum Beispiel 2020 in deutschen Schulen einen Sanierungsstau gehabt von rund 44 Milliarden Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Das heißt quasi, es gibt bei uns in Deutschland Schulen, da sagt die Lehrerin nicht zur Schülerin, kommst du mal ganz kurz an die Tafel bitte, sondern die Lehrerin sagt, du weißt was, bleib sitzen, die Tafel kommt zu dir. Ja, pff, ja. Technische Endgeräte fehlen. Ne? Es ist ja unglaublich, während dieser ganzen Homeschooling, ne, Fernunterrichtsphase, da haben sie Laptops in die Klassenzimmer und daheim aufgebaut, ne, so die Lehrerinnen, und dann hörst von der anderen Seite vom Bildschirm von den Schülern sowieso nur so Kommentare wie, Freizmärger, wir sehen überhaupt nichts von der Tafel, nur ihren Busen. Die Lernplattformen waren eh vollkommen überlastet. Na, und wenn dann so ein Online-Unterricht doch einmal funktioniert, dann schafft es irgendwer Wildfremdes, sich da nicht zum Hacken und sagt so Sachen wie, grüß euch Kinder, ich bin der Horst, ich darf euch gerne mal einen Zipfel zu. Aber die Lehrerin winkt noch ab und sagt, danke Horst, das ist ganz nett, aber das steht erst im nächsten Jahr im Lehrplan. Lehrerin, das war ja schon vor der Pandemie anstrengend, oder? Gerade als Grundschullehrerin. Ja. Ja, es ist ja wirklich so. Ich meine, du musst anspruchsvollen Unterricht vorbereiten. Also einen ganzen Tag mit offenen Marmeladengläsern durch den Fichtenwald hupfen und Waldgeheimnisse einsammeln. Du musst deine Fürsorgepflicht erfüllen. Das heißt, darauf aufpassen, dass du am Kali, am Theodor während des Sportunterrichts keinen Bleistift zwischen die Augen rammt. Mit der Begründung, dass der dann seinen Turnfackel besser aufhängen kann. Ich sag's euch, ich bin echt so froh, dass ich keine eigenen Kinder habe. Also es ist nicht so, dass mir die letzten 2 Jahre nicht immer mal wieder welche angeboten worden wären, aber... Nein. Es ist wirklich, also
bei dieser ganzen Unterrichtssituation, ne, Homeschooling, das ist im Gegensatz zum regulären Unterricht wirklich teilweise nochmal eine ganz andere Herausforderung. Okay, so. Sind wir alle da? Hallo? Hallo? Was ist denn schon wieder mit diesem verschissenen, billigen Klumpklaps, dass in Zukunft kaufe ich nur noch Laptops aus Freiland halt und regional da. Verschissenes. Das Mikro ummachen. Klar, okay. Mikro ist so. So, jetzt sind wir aber alle da, oder? Ich bin da. Ich bin da. Ich bin nicht da. Okay, passt, passt. Wo ist denn die Theresa? Die schreibt gerade was im Chat. Die Mama steht im Stau. Ja, genau. So lustig, Theresa. Mach sofort die Kamera an. Thaddäus, ich höre genau den Fortnite-Jingle im Hintergrund. Wenn du jetzt nicht damit aufhörst, dann kannst du dein Handy bei mir abgeben und nach dem Unterricht wieder abholen. Okay, Frau Hexenberger, wie sollen wir das machen? Soll ich Ihnen das Handy dann per Mail schicken? Ich muss bieseln. Marinus, wir haben gerade erst angefangen mit dem Online-Unterricht. Was ist denn das bei dir eigentlich da für ein komischer Hintergrund? Greenscreen. Das ist ein Foto von der Oma und mir auf dem Gnädelfest im Fischbachau 2019. Und den Greenscreen brauchst du da in deinem Kinderzimmer, schaut schon wieder aus wie eine Sau. Marinus, war das gerade deine Opa im Hintergrund? Was machen Sie da eigentlich, ha? Bildungsfernsehen, dass ich nicht lach und dafür soll mir Kiss. Okay. Marinus, schieb sofort deinen Opa aus dem Kinderzimmer raus. Franziska, du hast dich gemeldet. Meine Oma ist letztes Wochenende gestorben. Mach da nichts draus, meine macht's auch nicht mehr lang. Basti, ist gut jetzt. Theresa, machst du jetzt bitte mal deine Kamera an? Es geht nicht, wir sind noch im Auto. Theresa, ich weiß, dass das nicht stimmt. Ich hör da eine Waschmaschine im Hintergrund. Und deine Meerschweindel. Und deine Mama. Und der kann jetzt gleich einmal sagen, dass das hier immer noch Unterricht ist und keine Familienaufstellung. Thaddäus, wieso hast jetzt du deine Augen zu? Die Gefahr der Kurzsichtigkeit beim Homeschooling darf nicht außer Acht gelassen werden. Mir tut's knack weh. Und ich muss jetzt einmal los. Mein Papa braucht das Laptop. Und meine Mama hat gerade einen Pausenverkauf aufgemacht. Es gibt Pressoxymen, ich bin raus. Over and out. Es ist wirklich. Das muss ich schon sagen. Also meine Schüler, die vermisse ich schon oft. An Simon zum Beispiel auch. Der Simon wollte immer nur eines werden. Ne? Computerspiel-Fachzeitungschefredakteur. Der war so langsam, das war unglaublich. Ne? Guten Morgen, Frau Eichsenberg. Der war so langsam. Ich habe teilweise mehrmals pro Schulstunde zu dem sagen müssen, Simon, jetzt probieren wir es nochmal. Komm, auf geht's. Blinzeln. Blinzeln. Ja? Ich meine, seine Eltern haben sich irgendwann Sorgen gemacht. Ne? Aber ich habe dann auch gesagt, sag ich leid. Es kann nicht jeder ADHS haben. Ich weiß, ADHS gehört mittlerweile ein Statussymbol. Na, der perfekte Arbeitnehmer der Zukunft, jung, dynamisch, hyperaktiv, mit 30 Jahren Burnout, mit 40 Jahren Herzinfarkt, sagt der Nächste bitte. Aber es muss doch auch noch Kinder geben wie ein Simon, die man am Wandertag auf dem Rückweg wieder einsammeln muss, weil sie unterm Geh geschlafen sind. Die machen auch ihren Weg. Manche ein bisschen langsamer als der Rest, ne, aber. Und wo die Wege dann so hinführen, ne? Ich habe vor kurzem einen Termin gehabt in meiner Hausbank bei meinem neuen Vermögensberater. Und wie er die Tür zu dem sein Büro aufmacht, denke ich mir bei dem Namen S. Lautenschlager noch. Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ja, grüß Gott, Frau Eichsenberger. Das ist ja total schön, sag ich, Simon. Du warst doch gerade noch in der dritten Klasse. Ja, geh, wie die Zeit vergeht. Ich hab gehört, Sie interessieren sich für eine Immobilienfinanzierung, sag ich, Simon. Bist du überhaupt schon geschlechtsreif? Ich bin letzte Woche 18 geworden. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Dann schauen wir mal, was Sie an Eigenkapital... Sag ich, Simon, du sofort deine Hände aus meinem Konto. Sag einmal, wissen deine Eltern, was du hier treibst? Ja, freilich, denn ich hab erst letzte Woche einen Bausparvertrag vermittelt. Apropos Bausparvertrag. Sag ich, Simon, das hier ist nicht World of Warcraft, das ist nicht Counter-Strike. Das ist real, du spielst hier mit dem Leben unschuldiger Menschen. Wir haben erst letzte Woche einen neuen Fonds aufgelegt. Der hat eine sehr gute Performance. Sag ich nix. Ich will, dass du mir jetzt sofort mein komplettes Guthaben auszahlst und dann stopfe ich alles in eine Matratze und bring's vor dir und deinesgleichen in Sicherheit. Und Simon, blinzeln! Ja, meine Damen und Herren, wir haben ja das schöne Thema Farben und ich habe mir zwei Farben ausgesucht, und zwar Rot-Weiß-Rot, ja, weil ich mit großem Bedauern feststelle, dass ich die jungen Menschen, ja, so wie meine Kinder, dass ich die einfach nicht mehr mit der österreichischen Identität, verstehen Sie, mit der österreichischen Identität und auch nicht mehr mit der Kultur und der Geschichte identifizieren können. Und ich frage mich, woran liegt das? Und ich glaube einfach, weil diese Dinge einfach verstaubt sind. Man muss diese Dinge modernisieren. Ich habe ja einen Auftrag bekommen vom Bildungsministerium, jungen Menschen einfach die österreichische Kultur und die österreichische Geschichte ein bisschen näher zu bringen. Die haben mir diese wunderbare Kabarettgipfelband zur Seite gestellt. Man muss die jungen Leute einfach ein bisschen hinter dem Ofen hervorlocken. Und das beginnt ja schon mit der Bundeshymne. Die ist einfach nicht mehr zeitgerecht, auch wenn sie von einer Frau geschrieben wurde. Deshalb den Text Nazi. Und deshalb deshalb haben wir uns eine neue Version der Bundeshymne einfallen lassen. Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Land der Dome, Land der Hämmer, zukunftsreich. Zukunftsreich! Heimat großer Töchter, Söhne, voll begnadet für das schöne, vielgerühmtes Österreich. Österreich! Aber wir schon vergessen haben, aber wir schon vergessen haben. Ich bin der Opfer, du mein Staub, ich bin der Opfer, du mein Staub. Wenn ihr wollt, sag ich's ganz allein, I am from Austria. Burn, Motherfucker, burn! Oh, warten! Danke, Mama. Hat ein bisschen so gelungen, wie wenn jemand auf ein Meerschweindel steigt. Und liebe Kinder da draußen, liebe Kids, ja, ich weiß, es waren schwierige Zeiten für euch, auch jetzt überhaupt im Lockdown. Ihr wollt natürlich gerne in die Diskotheken gehen und die Nachtgastronomie auskosten, aber geht's doch auch einmal in die spanische Hofreitschule.
Na, oh ja, oder nicht, da herrscht ein wunderbares Klima. Und ich meine, die Lipizzaner, ganz stolz, ja, und die Pferdl sind total cool, haben auch genagelt die Schuhe. Sind natürlich psychisch, hat man da alles Christian heute, psychisch ziemlich belastet, muss man sagen, die Lipizzaner. Klar, alle reiten auf einer rum. Danke, dass wir diesen kleinen Wortwitz noch machen konnten. Deswegen haben wir fürs Bildungsministerium ein Loblied für die wirklich schönsten Pferde der Welt gemacht. Fett Baby, nett und sehr adrett, stehen sie da drinnen in der Box und springen über jedes Bett. Die Kultur der Dressur liegt in ehrnerer Natur, doch manchmal im Parcours sind sie leider ziemlich stur. Sie machen Hepp, machen Hopp, dann plötzlich einen Stopp. Mähne wird er haben, während des Galopp ein Gewimmel um den Schimmel. Sie haben einen Schönheitsfimmel und noch dazu haben sie einen riesengroßen Sattel. Es gibt bei uns in Österreich sehr viele Lipizzaner, aber leider interessieren sich dafür nur die Japaner. Wir brauchen diese Viecher, Kinder, bitte setzt nicht das. Oder woher glaubt ihr, den kommt denn der Pferdeleber geht? Chili! Und liebe Kinder, man darf ja eigentlich nicht vergessen, ja? Ja? Der erste, wirklich erste weltweite Pop-Superstar kam aus Österreich. Das darf man nicht vergessen und der ist schon sehr, sehr alt. Das war für dich sowas wie ein Schießgewehr. Und des Kaisers Komponist, das war für dich ein Amateur. Du warst damals schon wie Amboss, denn du hast den Schnaps geliebt. Und du wirst ihn überleben, weil's Amboss nicht als Kugel gibt. Deine Musik war nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Wollperücke sehnte sich nach Zärtlichkeit. Als junger Mann durftest du niemals onanieren, denn dein Vater stahl dir deine schönste Zeit. Oh, oh, oh. Mozart, Mozart, Mozart! Die Damen strengen teuren Roben, die Herren führen Orden aus. Von den Promis kommt ein jeder, denn heut geht Action ab im Opernhaus. Die Wirtschaftsbonzen werden nervös, alle sind längst bereit. Sie sitzen brav in ihrer Loge, bis der Meister in die Menge schreit. Hey! 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 Alles Walzer! 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 Vorhang auf für unsere Horrorshow. Hey! 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 Da kommt auch Richard! Richard! Direkt vom Bau, gefolgt von ATV. Puls 4.
Und vergessen wir dabei ja nicht auch unsere österreichische Superband. Es gibt bei uns eine Band, die wirklich jeder kennt, doch keiner wirklich gern beim Namen nennt. Vorne auf Tournee sind die Stones der Gängerschmäh, weil sie springen jede Hitten in die Höhe. Sie sind gefürchtet überall, in Uniform und geben sie's voll. Die Gesichter voller Narben, sind wir froh, dass wir sie haben. Gott schütze die Wiener Sängerknaben. Gott schütze die Wiener Sängerknaben. Vielen Dank. Ja, eh klar, ich muss die Stimmung wieder hochziehen. Wenn man eh denkt. Also es geht um Farben, wie wir ja gemerkt haben. Ich habe ein bisschen ein Problem bei dem Thema. Ich muss zugeben, ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Das meine ich jetzt gar nicht politisch, sondern medizinisch, was im Moment eh irgendwie dasselbe ist. Und ich habe das gar nicht gewusst, dass ich das habe. Diese Rot-Grün-Schwäche, ja, das ist in der Schule ist man draufgekommen, da gibt es diese Tafel mit diesen Punkten, ne? Und also mir ist nicht aufgefallen, so wie er nicht auffällt, dass man deppert ist, ne? Das fällt ja nicht auf, den anderen fällt es auf, aber man denkt sich, es gehört so, ja? Und also wenn ich über Farben rede, ist das so, wie wenn ein Philosoph Finanzminister wird, sagen wir. Ne? Und es behindert mich nicht wirklich, weil ich kenne ja den Unterschied nicht. Also wenn ich vielleicht so sehe wie Sie, die meisten von Ihnen, dann bin ich 10 Tage auf Trip oder so. Also es ist, für mich ist da, also ich orientiere mich eher nach Formen, ja, also als nach Farben. Also wenn einer sagt, schau, siehst du den Typen da im grünen Pulli, sage ich, was, den kleinen Bladen? Mit dem hellgrauen Pulli zum Beispiel. Ne? Ampeln zum Beispiel ist ja auch kein großes Problem. Weil rot sehe ich hier aus irgendeinem Grund, weil das irgendwie das Rotlicht, also ich meine jetzt die Verkehrsampeln, die Corona-Ampeln ist eh für Hugo, aber das Rot sehe ich, weil sonst hätte ich ja da die roten Sitze nicht zeigen und so. Und grün sehe ich nicht, was wurscht ist, weil ich fahren darf. Also praktisch, das ist mir egal, ja, da habe ich eh Freifahrt. Wenn es grün blinkt, denke ich mir, ah, die Straßenbeleuchtung ist hin. So ist das ungefähr. Entschuldigung, kurz einmal. Hatschi, danke. Nur das Fahrrad wegen der Ansteckung. Und wenn man niest, das ist interessant, wenn man niest, muss man die Augen zumachen. Da kann man überhaupt nichts dagegen tun, das ist ein Reflex. Beim Autofahren ist es unangenehm. Ja? Man verliert kurz einmal die Kontrolle. Aber man kann das üben. Also nicht beim ABÖ, da gibt es keine Kurse. Man kann es privat üben. Ich mache manchmal einfach, um es zu üben, beim Autofahren die Augen zu. Nein, nur damit ich mich da nicht schräg, wenn ich niesen muss, ja, damit ich das ins Gefühl kriege. Ja. Also meistens ist es schon eh auf der Autobahn, wenn nichts ist, so bei, weiß ich, bei Pinkerfeld, wo man eh noch, glaube ich, noch immer 140 fahren darf. Und da schaue ich, wenn vor nichts ist und hinten nichts ist, dann mache ich die Augen zu und dann zähle ich. Ich bin jetzt bei 26 schon. Ja, wir fangen mit 21 an. Aber ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht, müssen Sie mal probieren, aber sagen Sie mir es vorher, damit ich nicht auf der Autobahn bin. Also da fahren wir so, macht der 21, 22, 23, da wird es schon unangenehm. Und da hat man so einen Adrenalinflash, bist du deppert, da brauchst du überhaupt keinen Red Bull mehr, da fährst du bis nach Grado oben. Ja. Und ich habe als Kind zum Beispiel, ich habe als Kind wahnsinnig gern blind gespielt. Ja, das ist so ein Vertrauensspiel, ne? Der eine macht die Augen zu und der andere sagt, pass auf, Vorsicht, Stufe, links, rechts, ah, Verkehrszeichen und so. Ne? Und der andere vertraut drauf. Nicht? Kinder haben wahnsinniges Vertrauen. Irgendwann verlieren sie es, dann sind sie erwachsen. Und ich habe aber schon als Kind immer versucht zu hören, ob da nicht so ein Grinser in der Stimme ist, so ein kleines Lächeln, ja, so geht, geht, geht. Und dann habe ich gedacht, ah, dann habe ich halt geschummelt, habe ein bisschen blinzelt. Ne?
Und wenn ich dann die Wand gesehen habe, bin ich aber weitergegangen. Und erst im letzten Moment habe ich so dann es für die spüren. So wie es ja die Blinden angeblich spüren. Die spüren das. Oh. Ja. Und da bin ich aber draufgekommen, der andere freut sich irrsinnig, dass ich gegen die Wand renne. Na, da habe ich ihm den Gefallen getan. Aber mit Technik. Ne? Unten hinhauen und oben, aua! Ja, und so wird man Komiker. Und aber einmal, Dankeschön. Einmal als Kind habe ich Geburtstag gehabt und meine Eltern haben alle meine Freunde eingeladen, alle beide, und haben eine blinde Kuh gespielt. Ja, mir wurden die Augen verbunden, die anderen zwei sind herumgerannt und gesagt, fang mich, blöder, kriegst mich nicht, etchi petsch. Ja. Und ich kann nicht, ich bin so geärgert, das gibt's ja nicht. Und dann habe ich gewusst, ach, der Jürgen, mein Freund, steht jetzt sicher auf meinem Bett. Und wenn ich jetzt loshupf, hab ich ihn. Und ja, wumm, auf dem Klebeparkettboden, Atemstillstand, Rippenprellung, nichts Technik, nichts Komiker, nur deppert. Aber es wurde noch lange darüber geredet, wie ich völlig unvermittelt ins Nichts gesprungen bin. Und vielleicht versuche ich deswegen noch, mich hin und wieder im Dunkeln zu orientieren. Also wenn ich zum Beispiel in der Nacht aufwache, drehe kein Licht auf und es ist stockdunkel. Und dann versuche ich, in die Küche zu kommen. Ne? Also manche nennen das präsenile Bettflucht. Ich sage, üben fürs nächste Blackout. Ja. Und da gehe ich so durch das Zimmer Richtung Küche. Das bist du Depp, das war der Tisch. Ja. Und dann höre ich schon meinen Hund. Das ist ein Mops, wie man hört. Ja. Über den steige ich drüber. Und dann rieche ich schon, die Küche, weil ich habe das Geschirr vergessen wegzurahmen nach dem Abendessen. Ja, und dann schaue ich, dass ich zum Kühlschrank komme. Ah, das ist der Kühlschrank. Dann mache ich mal auf den Kühlschrank. Ah, dann ist ja Kleinigkeit. Ist ja vielleicht noch ein bisschen was. Dann eine dritte Dose braucht man fürs Boostern. So. Mache den Kühlschrank wieder zu und dann gehe ich wieder zurück. Ja. Dann gehe ich wieder und da weiß ich schon, das brav ist er, brav ist er. Ja. Da ist der Tisch gewesen, ein bisschen. Und auf einmal, wie ich das gemacht habe, habe ich das Gefühl gehabt, da ist noch jemand im Raum. Ich meine, Blödsinn, wer soll da jetzt im Raum sein? Ich meine, ich bin allein da mit dem Hund. Was? Andererseits, ne, nicht jeder Paranoiker wird nicht verfolgt. Ich habe ein bisschen Angst gekriegt. Ne? Und ich dachte, na gut, dann drehe ich halt das Licht auf. Habe aber den Lichtschalter nicht gefunden. Das gibt's ja nicht, in der eigenen Wohnung verirrt, ich Trottel. Dann habe ich begonnen zu pfeifen. Wie als Kind immer gepfiffen habe, ja, wenn ich in den Keller gegangen bin, um Koks zu holen. Kommen aus der Generation, die den Koks aus dem Keller geholt hat. Und auf einmal habe ich gespürt, der andere ist ganz knapp neben mir. Und dann habe ich die Wand berührt und dann habe ich mir gedacht, gut, ich handle mich vor bis zum Lichtschalter. Und dann habe ich gespürt, die andere Hand ist ganz knapp neben meiner. Und dann habe ich den anderen Finger berührt und das war so ein knochiger, lebloser Finger. Und dann habe ich den Schalter gefunden und auftrat. Ja. Und ich... Nein, aber ich glaube, das war mein Hausgeist. Wirklich, ich glaube an Geister. Ja? Ich habe nicht mehr so viel Angst wie früher. Und es gibt natürlich auch, man muss aufpassen, es gibt auch böse Geister. Deswegen ist es ein Blödsinn, sich irgendwelche Masken zu Hause aufzuhängen, von denen man nicht weiß, was sie bedeuten und welcher Geist sie bewohnt. Genauso blöd ist es, sich irgendwelche asiatischen Schriftzeichen eintätowieren zu lassen, von denen man nicht weiß, was sie bedeuten. Ja? Schaut vielleicht cool aus, heißt aber, müssen essen Nachspeise. Aber mein Hausgeist ist sicher total sympathisch und sicher nett, ich bin mir ganz sicher. Und in den Horrorfilmen, am schlimmsten und am gruseligsten ist ja, wenn nichts passiert, oder?
bevor was passiert, das ist das Schlimmste. Oder in der Geisterbahn, wenn man so reinfährt mit dem Wagerl und die Tür geht auf, das ist das Ärgste. Und dann brrrt auf und es kommt nichts. Das ist das Schlimmste. Wenn dann das Gespenst kommt, ich merke, bitte läppisch. Ja, das könnten Sie auch mal restaurieren, eine Frechheit. Ja. Weil ich glaube immer, ich glaube, die Möglichkeit ist meistens Ärger als die Wirklichkeit. Weil manchmal ist die Wirklichkeit so arg, dass man es nicht für möglich hält. Dankeschön. Es geht ums Thema Farben. Ich weiß nicht, ob es heute schon erwähnt wurde. Und da möchte ich gleich mit einer wirklich sehr, sehr hochkomplexen, mit einer wirklich guten, lang überlegten Wuchtel starten. Ich möchte Sie da ein bisschen auch in die wirkliche Welt des intellektuellen Kabarets entführen. Wir ärgern uns grün und blau, weil das Land auf rot geschalten ist. Das war jetzt ein bisschen ein Barbara Karlich-Applaus, aber es ist... Nein, ich will nur das wissen, ich habe mich für diesen Abend ein bisschen vorbereitet, thematisch bedingt, ich hoffe, Sie auch, ja. Was ist zum Beispiel Ihre Lieblingsfarbe? Weiß nicht. Was sonst? Macht nichts, ich bin beim Schreiben auch nicht gleich verstanden. Aber ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie oft wir im täglichen Sprachgebrauch mit Farben arbeiten? Ja? Ich sehe schwarz, ich werde gelb von nicht. Ja? Zum Beispiel. Oder der wird rot. Oder einmal blau machen. Heute mache ich einmal blau. Und das habe ich wörtlich genommen. Ich habe mich selber blau gemacht. Ja, in diesen Lockdowns, in diesen letzten 2 Jahren. Die Theater zu, warum nicht ich? Und... Und das klingt jetzt lustiger, als es war, weil ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es waren schon, ich habe da an mir Facetten feststellen müssen, die mir in der präkoronalen Phase völlig fremd waren. Mir war das nicht klar, dass ich zu sowas imstande bin. Aber mittlerweile, ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, ein Seidel am Vormittag schreckt mich nimmer. Hey, das war undenkbar. Das war undenkbar. Also die Kabarettisten im Saal werden natürlich wissen, wovon ich spreche. Wie schaut unser Tagesablauf aus? Ne? Wir stehen zeitig in der Früh auf. Scherzerl. Nein, wir stehen zwischen dem späten Morgen und dem frühen Vormittag auf, ja, trinken einmal einen Kaffee, dann schauen wir mal in den Laptop, wo spielen wir heute am Abend, gibt es eine Vorstellung, wenn ja, wo? Aha, in Hinterscheißleiten am Frostaufbruch. Wie lange führt die Reise dorthin? Routenplaner, 2 Stunden 43 und danach plane ich dann meinen Tag. Ja, nüchtern, klarerweise. Dann schaue ich mir meine E-Mails an, beantworte vielleicht irgendwelche Anfragen und mache ein bisschen Online-Banking, gehe mit dem Hund eine Runde und trinke nichts. Aber wenn es um nichts mehr geht, Ausgangssperre, Betretungsverbote, Lockdown, also wenn die wesentlichste Entscheidung nicht die ist, wo spüle ich heute am Abend und wie viele Leute haben sich Karten gekauft, sondern Mama, was ist mir zum Mittag? Oder schauen wir uns am Abend die Millionen schon an oder die Rosamunde Bücher. Ne? Da ist dann schon vorgekommen, dass man in so eine leicht, nicht ganz unsympathische Wurstigkeitsphase schlittert. Ja, und da wird dann so um 10, 30, 11 Uhr wird dann zur Gebenedeiten gesagt, habe ich gesagt, Entschuldige, wo ist denn das Bier? Ich habe sofort die Fassungslosigkeit im Blick gemerkt. Was? Hast du schon mal auf die Uhr geschaut? Ja, aber da ist es nicht. Und dann habe ich mir wirklich so ein Dreiviertel Öfe, das geht dann schon, weißt? So ein Dreh und Trink, statt Click and Collect, ein Dreh und Trink habe ich mir aufgemacht. Diese kleinen, diese 0,33er Gebinde, matt in 2 Zügen, nichts drin, weißt? Gerade für einen Guster. Sicher, der erste Schluck Bier am Vormittag ist natürlich, also wenn du jetzt nicht pausenlos mit einem Eichs am Drangelwagel durch die Stadt fährst, ist zweifellos ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Erfahrung hat gezeigt, so 3, 4 Seilen bis zum Mittag geht sich schön aus. Ja. Und
Und dann kommt dann auch sein Hüngerl. Weißt du, wenn du so ein bisschen so gegen 13 Uhr, wenn du so ein leichtes, hopfiges Hüngerl spürst, ja, denkst du, na, was könnte man sich heute zum Essen machen? Vielleicht hat's mir mal die Weberei an, machen wir mal eine Grillage, ja. Und vielleicht einmal kein Kotelett, machen wir mal einen fleischlosen Tag, grill mal einen Fischerl, einen Saibling. Und was passt besser zu einem Saibling als ein, richtig, ein Semling, ja? Man muss auch ein bisschen. Nein, nein, da schaue ich schon, dass die Phonetik stimmt bei der Menüabfolge. Ja, und da habe ich mir geholt so einen leichten Südsteirer aus dem Kühlschrank, so einen 11%, also einen, wie wir Österreicher gerne sagen, einen Terrassenschüttwein. Ein Sommer, ja. Wenn man Bierstollen wie die Bürgermeister, ist ein sommerlicher, leichter Terrassenschüttwein. Die haben so 11 Volumensprozent, das tut dann etwas wie weh. Ja, das geht mit auch schon so ein Patron. Aufpassen, wenn Sie, bitte Vorsicht, ja, wenn Sie das zu Hause nachmachen möchten. Glauben Sie mir, bleiben Sie bei den 11%. Da gibt es auch aus der Wachau, ja, so kleine, da gibt es so Smaragdweine. Die sind so goldgelben, so Urinfarben. Ja, die 14%, wenn du da drei Achteln hast, zum Mittag fährt der Grüller an dir vorbei. Ne? Also das ist, bleiben Sie bei diesen 11%. Ja, nur noch 0,75, meine Frau ist ja da eher so ein Pipperl, die hat so ein Achtel vielleicht, sage ich, komm jetzt. Bring mal was, ne? Nein, jetzt im Mittag, ich vertrag's nicht so in der Hitze. Ich schon, ne? Und die geschrauften nicht auf die Patronen, eines Glasl. Ja, um 13 Uhr aufgemacht, um 13.28 Uhr hat schon das Reservelamperl gleich auf der Bouton. Ne? Habe ich meine Winzerfreunde durchtelefoniert, sage ich, Burschen, was ist eigentlich mit dem Doppler? Gibt's das nimmer? Ja? Das war so dieses Uröl, gell? Sag ich doch, ja? Die Zwarerwasen. Die gute alte Zwarerwasen. Wann ist man da abgekommen davon? Das ist ein richtiges Gebinde, das ist das richtige Volumen. Was? Zu viel für ein, zu wenig für zwei. Ne, das ist. Ne, jetzt habe ich noch eine Patrone rausgeholt aus dem Keller. Ne? Wieder die schreckensgeweiteten Augen. Ne? Was? Jetzt machst du noch eine Flasche auf? Sag ich, na ja, wir müssen sie nicht austrinken. Ne? Kann man ja wieder verschließen. Ne? Das ist ja. Na, und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, so nach drei, vier Seideln am Vormittag und zwei Bouton. Also ich müsste liegen, wenn ich sage, ich hätte es nicht gespürt. Ne? Also es war so leicht, es war so, wie soll ich sagen, es war so ein Zustand von so, wie beschreibt man das, so nicht direkt plunzensteif, aber eine Ziebnacht hätte ich nicht mehr moderiert. Nicht? Aber, also. Nein, es entsteht so eine leichte, so eine angenehme Schwerelosigkeit. Und da habe ich dann so gemerkt, ja, nach den zwei Patronen weiß, nach dem Schüttwein habe ich gemerkt, jetzt wäre ich doch ein bisschen müde, so ein bisschen schläfrig, auch nach dem Essen, das Magerl voll. Ja, machen wir einen Kurzschlaf, so einen 15 Minuten, so einen Powernap. Nicht wie der Erholungsschlaf im Rennenglisch der Landwirte heißt. Und habe mich auf den Divan zurückgezogen, habe mir gedacht, machst du einen Viertelstündenschlag. Munter geworden bin ich bei der Lou Lorenz Dittelbacher. Ja. Also nicht bei ihr daheim, nicht? Ich wurde ihrer ansichtig im Televisionsgerät. Hab mir gedacht, puh, geleckt, 7:02, nicht? Wie lange habe ich geschlafen? Das gibt's ja gar nicht, nicht. Und das Blöde ist natürlich, wenn man 7 Stunden am Nachmittag schläft, ja, dann bist du einfach zur 7:02 munter. Da bist du ausgeschlafen. Und ich hab mir gedacht, aber der gesündeste Schlaf ist bekanntermaßen der in der Nacht, nicht der untertags. Also müssen wir schlafen gehen. Und wie geht man schlafen? Was macht man schläfrig? Ein Cabernet Sauvignon. Ne? Aber da haben wir einen schönen roten aufgemacht, auch seinen 13er mit 13,5 Umdrehungen. Nicht? Und haben wir geschaut, was ist zum Fernschauen? Mission Impossible 1-3. Na, da wäre ich nach der ersten, wäre ich schlafen. Nicht? Nein, 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 ganz im Gegenteil. Der Tom Cruise ist immer noch mit einem Motorrad durch eine Stadt geharzt. Nicht? Und ich mit solchen Augen bin ich gesessen, habe ich mir nachgeschenkt. Nicht? Denk mir, das gibt's ja nicht. Ich werde nicht müde. Na, dann habe ich mir die Gin Tonic angemischt. Aber da gibt es so Druckluftgießkannen vom Ficus Benjamin, kennst du die? Wo du so aufpumpen kannst. Die habe ich mir gleich hinter Ding so oral, wie man die verabreicht. Nicht? Und dann bin ich schon um 5:45 bin ich dann schon miert worden. Auch, nicht? Also das ist klar. Nicht? Also nach diesem Maßen an Alkohol schläft man dann auch irgendwann. Das klingt jetzt vielleicht lustig, ja? Aber ich muss Ihnen sagen, es war auch ein Paradoxon dabei, weil für mich war das total ernüchternd. Nämlich die Feststellung, dass ich, wenn ich nichts zu tun habe, ein bisschen zum, dass ich einen Durst kriege. Ne? Nein, mir hat das schon Angst gemacht, weil ich meine, sollte ich mir jemals so etwas wie einen Ruhestand leisten können?
Da werden wir ein Hobby brauchen, ne? Oder ein Altglascontainer im Garten. Also ich weiß nicht, irgendwas. Der Altglascontainer im Garten wäre wahrscheinlich die bessere Lösung, weil ich ja mein Leergut in den Lockdowns habe weggeführt. Da bin ich zum Altstoffsammelzentrum gefahren. Aber da wäre ich in Bongratz vom Nachbarn ausbauen müssen, weil ins Auto hätte ich es nicht mehr reingebracht. Da habe ich den Anhänger geborgt. Da bin ich zweimal gefahren, einmal mit dem weißen und einmal mit dem roten Leergut bin ich gefahren. Buntglas, Weißglas. Da haben sie mir nachgeschrien, am Altstoffsammelzentrum haben sie mir nachgeschrien, hallo, das ist nur für Privathaushalte. Die Gastro müssen es woanders abladen. Ich bin da reingefahren wie Schweizerhaus nach den ersten Wochen in den Frühling. Nicht? Also das ist. Meine Frau, die war fertig natürlich. Nicht? Die kannte mich ja so auch nicht. Also ich habe mich nicht kennt, woher soll ich mit dir kennen. Nicht? Du weißt eh, das Alkoholismus, das ist ganz gefährlich. Alkoholiker, das ist eine Krankheit. Ja, hör auf damit. Sag ich, ich habe nicht einmal noch angefangen. Nicht? Alkoholiker, die haben eine bis zu ein Drittel verkürzte Lebenserwartung. Sag ich, ja, dafür senkst du zu viel. Nicht? Also. Also falls Sie bis dato nicht gewusst haben, dass man beim Blaumachen auch blau sein kann, dann haben Sie es jetzt schwarz auf weiß. Dankeschön. Sperrstunde ist. Langsam wird es hell im Saal. Leere Sesseln stehen umeinander. Man merkt deutlich, das Geschäft ist eh aus. Das Plakat wird runtergerissen. Der Kabarettist, der seit Jahren schon hier spielt, schaut in die Kasse. Naja. Und sein Blick wird müde. Sperrstundis, irgendein Mal macht er jedes Lokal ein bisschen zu. Langsam räumt man die Requisiten weg. Und ich freue mich so ein bisschen herum. Manche von den ergrauten Alten habe ich schon als Junge unterhalten. Das Publikum kommt, das Publikum geht. Ich sehe sie nicht. Sie sitzen im Dunkeln und uns blendet das Licht. Ich sag's einfach so, die einen haben einen Durst, nicht wahr? Die anderen, so wie ich, müssen aufs Klo. Sperrstundis. Und morgen braucht keiner mehr kommen. Da hab ich frei, da könnt ihr euch selber was vorsummen. Es ist auch Zeit, fürs Kabarett zu gehen. Es war sehr schön, doch es ist Schluss mit lustig. Außerdem hat's da scheiß Akustik. Sperrstundis! Das Kabarett geht in Pension. Es ist nicht ganz tot, aber komisch riecht schon ein bisschen. Sperrstundis! Ja. Gespult werden alle Tag. Aber was? Das ist hier die Frage. Ne? Und darum seid ihr nicht besser, wenn ich jetzt sage. Sperrstundis! Bitte geht's jetzt alle scheißen. Außer die, die Veronika heißen, die haben heute Namenstag. Alles gut übrigens. Bin ich froh, dass ich nicht so einen Namen trage. Noch einmal. Sperrstundis! 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 Sperrstundis!
Ich bin hier bei Ihnen, wenn Sie mich schon. Ich bin 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 schon.